Hi. Hallo. Hallo. Ja, also was ich erzählen wollte, was halt eigentlich nicht mehr wirklich für den Podcast relevant ist. Ich war heute auf der, ich hatte aber halt eins von diesen KI-Dingern angeschmissen, weißt du, diese für Advanced-Leute auf Google Collab, diese Collab-Notebooks. Ja. Und ich weiß nicht, was heute los war, weil normalerweise braucht er irgendwie für 500 Iterationen halbe Stunde, 45 Minuten. Heute 10 Minuten gebraucht für jede einzelne. Ich habe bestimmt 10 davon gemacht einfach. Nice. Also das war ziemlich geil. Ich habe ein paar echt... Die sind dann irgendwann einfach nur noch sehr weird geworden, weil ich halt keine Ideen mehr hatte. Und dann irgendwie so noch Scheiße wie Imperial Japanese Flying Sports Car und Kievan Rus Harmonica Beer gemacht habe. Aircraft Carrier Bodybuilder Japanese Yokai Art. Aber also das ging sehr alles echt. Viele deiner KI-Prompts wären auf /r/ brand new sentence nicht fehl am Platze. Mhm. Oh, die super viele, Alter. Eldridge Yorkshire Louisiana Summer Church. Also einiges. Ich generiere die zufällig im Sinne von, ich schreibe das auf, was mir gerade in den Sinn kommt. Ah ja. Ich habe auf einigen Discord-Servern poste ich jeden Tag ein Word of the Day. Und das ist auch mein Prozess, um das Word of the Day zu ermitteln jeden Tag. Ich habe einen Wecker auf meinem Handy, der aber ohne Ton geht. Das heißt quasi, also fast wie eine Erinnerung, nur besser sichtbar. Und wenn ich auf mein Handy schaue und sehe, 12 Uhr, welches Wort kommt mir gerade in den Sinn? Oft ist es penile, aber das Wort hatte ich schon mal als Word of the Day. und dann. Das mache ich jetzt einfach immer, das ist jetzt einfach jeden Tag Word of the Day. In ungefähr 10 Discord-Kanäle. Das ist halt so ein richtiger Linguisten-Move, ne? Tatsächlich ist es auch ein, glaube ich, überraschend nützlicher Promo-Move. Weil es jetzt schon mehrmals passiert ist, dass Leute auf so Servern, die mich nur kennen, als der Dude, der Word of the Day postet. Aber weil ich ja ein ziemlich konsistentes Branding habe mit meinem Violett, Gelb und jedes meiner Thumbnails ist Violett und Gelb und so, sehen Leute manchmal in ihren YouTube-Recommended Videos von mir und denken sich, warte, den kenne ich doch. Und schauen dann das Video. N-Word of the Day. Oh. Ich habe heute gar keins gepostet, kein Word of the Day. Ja, scheiße, ne? Dann denken wir uns mal eins aus. Michael, ich kann mir vorstellen, was es ist. Also, das ist ja relativ einfach zu übersetzen, aber gibt es das Wort Spieb in Österreich tatsächlich? Spieb? Ich rede von dem Kommentar zu unserer letzten Folge. Da steht, meine Freundin hat aus dem Wienfluss gesoffen. 2 Tage später spieb sie den ganzen Tag und am Tag darauf habe ich gespieben. Ja, das Wort existiert tatsächlich. Alter, das heißt Spie! wieso macht ihr da ein B rein? Was soll das? Naja, speiben. Aber warum? Warum nicht? Speien! Speiben! Das seid ihr für unnötige halt Menschen, komisch. Alter. Wir sollten Bayern zu. Ist der Scheiß, den Statuen machen, die Wasser wo drin haben. Ob das jetzt Wasser oder Kotze ist, das sind Sachen, die aus dem Mund rauskommen, unfreiwillig normalerweise. Ekelhaft, verstehst du? Ich finde, Speiben klingt mehr ekelhaft als Schwein. Okay, es ist jetzt entschieden. Es ist jetzt entschieden. Ja, Speiben klingt ekelhafter und das soll es ja auch. Du hast gerade das genaue Gegenteil davon gesagt, Junge. Wir erklären Bayern. Etwas gesagt, was so klang, als hätte ich das gesagt.
Aber was ich meinte war, Speiben. Was ich meinte war, Speien klingt ekelhafter als Schweiben. Das ist das, was ich meinte. Aber das stimmt nicht. Speiben klingt ekelhafter. Es ist ein Wort. Wir erklären Bayern zur neutralen Zone zwischen den Grenzen und dann wird das wird so ein Niemandsland. Es wird so, das ist so ein Pufferstaat. Genau, und dann müssen wir uns damit nicht mehr beschäftigen. Fucking Pisse aus meinem Arsch. ja. Pipst aus deinem Arsch. Das ist auch ein, also wenn du so abschätzend ausdrücken möchtest in Österreich, dass du nicht gehört hast, was jemand gesagt hat, ist es eine übliche Ausdrucksweise zu sagen, wo's späbst? Ich wollte mir das merken, um das dann irgendwie später in den, weißt du, in den Verlauf der Konversation als Running Gag oder sowas einzubauen, als Throwback Gag. Aber das ist halt gesagt. Wie als hättest du mir irgendwelche seltsamen Wörter auf Hawaiianisch gegen den Kopf geworfen. Ich kann mir so Sprachen, die so weit vom Deutschen entfernt sind, nicht merken. Wo's späbst? Ah. Ich habe jetzt einen fünfseitigen Würfel. Ich besitze auch jetzt einen siebenseitigen Würfel. Nice. Und einen 24-seitigen Würfel und einen 30-seitigen Würfel. Haben dir den deine Fans gebracht? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich war mit meinen Fans unterwegs, als ich die gekauft habe. Wobei einer meiner Fans hat mir aus den Niederlanden experimentelle Gewürze mitgebracht, die wohl richtig extrem würzig sein sollen. Experimentelle Gewürze aus den Niederlanden. Ja. Sind dann tatsächlich wahrscheinlich aus Indonesien, wie ich die Niederländer kenne. Mm-hmm. Ja, die Muskatnuss. Das ist so die berühmte niederländische Muskatnuss. so spezielle Muskatnuss. Tatsächlich eine der Präparationen davon, die mir gegeben wurden, sogar pur, die anderen gemischt, weil das sonst die pure wohl mega heftig ist. Es erinnert mich an Muskatnuss-Geschmack. Es erinnert mich an ein Bit von Mapman, wo sie über Yorkshire reden und so sagen, Yorkshire ist bekannt für Yorkshire Pudding und Yorkshire Tea, which is from this part of Yorkshire. Und die Hunde. Landkarte zeigt so auf Kenia oder was weiß ich. Nice. Ah, hell yeah. Ja, wenn wir einfach, hast du da Bock drauf, das Ding mit der Kantonspolizei zu thematisieren? So sehr, Alter. Ich fand das so fucking lustig, das Alter. Das war ein A-Plus-Schütze-Post, holy hell. Also, ich hab's nicht mitbekommen, erklär's mir. Also das World Economic Forum trifft sich ja momentan. Und auf Twitter hat so irgendein Journalist gemeint, er ist gerade unter Arrest, weil er hat einen Polizisten gefilmt. Der Polizist hat gesagt, er möchte nicht gefilmt werden. Und das ist verboten. Die Gesetzeslage ist ja einfach, dass du dann aufhörst, also dann hast du aufzuhören zu filmen. Also sowohl bei Polizist als auch bei Privatpersonen hast du dann aufzuhören zu filmen in der Schweiz. Aber er ist ein dummer Amerikaner und versteht das nicht und wird eben verhaftet. Und dann verbreitet sich auf Twitter dieses Bild von dem Polizisten, der auf seiner Uniform zwei Abzeichen trägt. So, Felsabzeichen mit Reißverschluss. Und eines der Abzeichen hatte eben das World Economic Forum Logo drauf. Und es hat sich wie ein Feuer auf Twitter und auf Gideons Discord so eine Diskussion verbreitet, dass das doch die Privatpolizei der Globalisten ist. Und was ist das hier für eine Dystopie, dass sich die Eliten private Polizeien kaufen, um Leute zu verhaften, die einfach nur dokumentieren wollen, was hier passiert, und dann poste ich auf Gideons Discord, das ist ein ganz normales Mitglied der Kantonspolizei, er ist halt Mitglied der Division, die sich um
das World Economic Forum, also Eventsicherheit, kümmert. Die zweite seiner Abzeichen ist das Kantonspolizeiabzeichen von, wie heißt das nochmal, Graubünden. Und ja, das habe ich eben gesagt. Und dann mache ich ein Nickerchen und schaue 3 Stunden später nochmal in den Kanal. Und die haben einfach weitergeredet über die dystopische Privatpolizei. Ich habe das halt dann immer gesehen und dachte mir, ich hatte mich irgendwie daran erinnert, dass Michael da was gepostet hatte vorher zu, aber die Diskussion ging halt irgendwie 5 Stunden später immer noch weiter. Ja. Yeah. Und ich ging halt davon aus, dass irgendwer halt widerlegt hatte, was auch immer Michael gesagt hatte oder so. Oder es einen Grund dafür gab, dass was auch immer, und seien wir ehrlich, so ein bisschen halb hatte ich es auch vergessen. Und dann habe ich halt irgendwie versucht, darüber zu reden, dass es halt, ja, okay, das ist dann, also es ging irgendwie darum, dass das vielleicht einfach private Security-Leute sind. Das heißt, ja, okay, es ist halt ein großes Ding. Was ja übrigens eigentlich auch legitim wäre, nicht? Ja, eben, also das würde halt voll Sinn ergeben. Irgendwann, nein, die müssen dann das Militär im Inland deployen. Und dann irgendwann nach, was weiß ich, einer halben Stunde Diskussion, kommt Michael halt wieder rein und meint so, nein, nein, das ist immer noch jemand von der Kantonpolizei. Und ich saß da halt da und so, haben die halt jetzt wirklich einfach 5 Stunden lang dieses Argument gehabt, obwohl sie einfach den, es war halt einfach, weil er postete dann dieses Bild von diesem Armpatch, als Michael sagte, das ist halt die Kantonpolizei immer noch. Und er meinte, dann erklär dies hier. Und es ist halt wirklich so, hast du ohne Scheiß, also einfach jetzt mit dem Extra-Kontext, den Michael gegeben hat, einfach basierend auf diesem Armpatch, von welchem du nichts weißt und welches dir erklärt wurde, was es bedeutet, aber du hast einfach deine eigene Interpretation davon genommen und gemeint, dass das die Realität sein muss und du substituierst jetzt diese Realität mit deiner eigenen. Ja, das passiert ziemlich häufig. Das ist ein Level an Dummheit, das ich selbst im Internet sehe. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Mann, der das Video gepostet hat, Communism Disrespecter in seiner Bio stehen hat. Mach daraus, was du möchtest. Ja, ein balanciertes Individuum. Destroy the Ministry of Truth. 1,7 Millionen Follower, ja. Ja. Weißt du, die Sache ist die, wenn ich Leute sehe, die halt irgendwie Communism-Hater oder sowas oder Disrespecter in ihrer Twitter-Bio stehen haben, bin ich mir halt so zu 99% sicher, dass es jemand ist, der eigentlich, wenn er tatsächlich wüsste, worum es geht im Sozialismus und nicht halt irgendwie Cato Institute Propaganda Heritage Foundation Bullshit in seinem Kopf stehen hätte, das eigentlich voll okay fände. Kennt ihr diesen berühmten Facebook-Post, wo so eine republikanische Christian Mom sich über die kommunistischen Konzerne wie Disney aufregt und irgend so ein unglaublich cooler Genosse sagt, ja, ich finde, wir sollten die Unternehmen von den linksradikalen Investoren wegnehmen und zu den Arbeitern zurückgeben, um Kommunismus zu besiegen. Und die Republikanerin antwortet, ja, du hast recht. Das klingt gut. Das machen wir jetzt. Cool. Ja, also ich muss es noch richtig verkaufen. Als der Area 51 Raid passiert ist, und das war ja angekündigt mit dem Facebook-Post They can't stop all of us. Und dann hat jemand gemeint, so, wir haben gerade die größte Chance auf einen erfolgreichen Generalstreik unserer Generation, wenn wir einfach sagen, don't go to work tomorrow, they can't fire all of us. Das ist richtig, aber das ist halt das Problem. Das ist dasselbe wie, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja. Menschen sind einfach nicht dazu in der Lage, sich auf dieser Ebene mit so vielen zu organisieren. Sei es doch nur relativ einfache Sachen. Also es wäre unter Umständen möglich, wenn halt nicht
so ein, also wenn sowas auch nur drohen würde zu geschehen, werden halt von, aus wirklich wird halt jedes Register gezogen, um das zu disturben. Zum Thema. Also der das ist dann auch irgendwann, also weißt du, wenn irgendwann wirklich mal Generalstreik droht, dann wird der Neoliberalismus auch mal für eine Minute Mask off machen. Ja, das wäre schon witzig, das würde ich schon gern sehen, aber das wird einfach deswegen nicht passieren, weil das, weil die. Zum Thema. Es gibt einfach nicht die Möglichkeit, sich auf dem Level zu organisieren für die Leute, weil die meisten Leute einfach nicht in diese Sphären dann reingehen, so, keine Ahnung, sei es auch nur im Internet, weißt du, weil die Medien werden sowas nicht berichten. Dann müsstest du dich halt im Internet darüber informieren, wann Generalstreik ist und wann wer wohin gehen soll und nicht wohin gehen soll und was weiß ich. Und das ist halt so. Also ich meine, ne, ein Bruchteil der Arbeiterschaft benutzt überhaupt das Internet für mehr als, keine Ahnung, Facebook. Also ja. Das Informationssystem ist halt kann nicht der Fall. Auch zum Thema Streikbrecher, Mask off, having a normal one. So. Alter, was ist mit deinem Mikrofon los, Bruder? Das wollte ich gerade auch sagen. Du knisterst ein bisschen. Jedes Wort ist schlimmer. Hat die normalste aller normalen Wochen gehabt. Eine überdurchschnittlich normale Woche. Das war auch die normale Woche. Das ist unglaublich. Ich hoffe sehr, dass das nicht auf deiner Aufnahme drauf ist. Ich denke, das wird einfach sein Upload sein. Ja. Ich encode gerade. Siehst du gerade irgendwie Pornos runter oder so? Oder hoch? Lässt du sie gerade hoch, ja. Ich bin bei 43%. Ja, das klingt nicht gut. Willst du das bitte mal unterbrechen? Was hast du gesagt? Du kannst doch bei deinem PC nicht zwei Dinge gleichzeitig machen, Alter. Was, bist du suizidal oder so? Nicht. Ich will ja fast meine Audiospur nicht reparieren. Damit das Publikum die volle Erfahrung bekommt. Er versucht halt auch immer noch. Es ist halt, als wäre er in einem Schneesturm, wo halt so TV-Static der Schnee ist, Alter. Elon Musk! Und das ist wie so ein. Das ist wie die Aufnahme damals, als der Absturz der Hindenburg live übertragen wurde, aber statt, keine Ahnung, auf dem Rollfeld weit weg vom Absturz in Zeppelin, ist der Radiomoderator im Zeppelin. Ich drücke jetzt auf jeden Fall mal eben Shadowplay wieder, vielleicht kann Michael das ja in die Folge fragen, falls seine Audiospur normal ist. Lass uns zwei Geschichten anzufangen. Da ist er ja wieder. Die beide vermutlich gleich wahrscheinlich sind. Ja. Die eine Geschichte ist Elon Musks Geschichte. Was ist passiert mit diesem überaus erfolgreichen, musste, wie die sehr normalen und ich möchte auch sagen attraktiven Menschen? Die Visionen der was könnte in der letzten Woche passiert sein, was die allgemeine Stimmung ihm gegenüber geändert haben könnte? Stand, musste er ankündigen, dass ja, er sich ich, zu den Republikanern ich setze mich in meinen Sessel. Hat. Und weil er natürlich weiß, wie hinterhältig linke Menschen sind, hat er gepostet so, Achtung, politische Attacken gegen mich werden deswegen jetzt eskalieren, weil ich angekündigt habe, Republikaner zu sein. Und als wär's geplant gewesen, kam am nächsten Tag eine Story raus, dass er vor 4 Jahren angeblich eine Stewardess auf einem Privatflug von SpaceX sexuell belästigt hat. Ich will an dieser Stelle anmerken, er hat ihr scheinbar literally ein Pferd versprochen, wenn er mit ihr schläft. Ja, er hat gemeint, er kauft ihr ein Pferd, wenn er sich um seine Bedürfnisse kümmert. Ja, also das war die eine Geschichte.
Na, da, also das war jetzt die eine Geschichte. Okay? Jetzt eine andere Geschichte. Alter, einen Tag vor Elon Musk sein Ablenkungsmanöver. Er hat hier einen vom Pferd erzählt. Hat die Zeitschrift, ich glaube, es ist Business Insider, ihn kontaktiert und hat ihm also gesagt... Das ist ja erstmal nochmal okay, ne? Aber ich glaube, der hat ja Schlimmeres getan. Möchtest du einen Kommentar dazu haben? Als einfach nur anzubieten, ihr ein Pferd zu kaufen. Wir es das ohne. Ist ja an sich... Und Elon Musk hat gebeten, sie geben, mögen ihm doch einen Tag Zeit geben, bevor sie es veröffentlichen. Business Insider sagen ja, weil das durchaus eine Sache ist, die Journalisten machen. Und in diesem Tag hat Elon Musk eben angekündigt, oh ja, übrigens, in den nächsten paar Tagen werde ich oft attackiert werden. Dann kommt der Artikel raus. In dem Artikel stehen sehr viele brisante Sachen, wie zum Beispiel eben das mit dem Pferd. Angefangen hat die ganze Geschichte damit, dass sie ihm eine ganz normale, also normale Privatjet, normale Massage angeboten hat während dem Flug. Elon war erregt, hat sich ihr entblößt und hat zu ihr gesagt, sie möge doch mehr tun. Und dafür kriegt sie ein Pferd. Ja. Und es ist unglaublich, dass Leute drauf reinfallen. Es gibt wirklich Leute, die meinen, der Grund, warum der Artikel rauskam, ist, weil er jetzt Republikaner ist und nicht umgekehrt. Alter. Tatsache der Dinge ist ja, er ist Republikaner, also er hat angekündigt, Republikaner zu sein. Das ist das Problem, weil das er wusste, dass zentrale Problem rauskommt. Hierbei ist die Reihenfolge, in der diese Dinge geschehen sind. Ja, naja, du musst halt schon auf das Problem hinweisen. Oh mein hinweisen, Gott. Nicht? Nein, das meinte ich nicht mal. Das meinte ich nicht mal. Was Gideon meint, ist, dass es ich kann's echt nicht in Anführungsstrichen normal wäre, zu fragen, ob sie nicht mehr tun könnte. Und wenn sie dann meinen, sagt, nichts zu tun. Fucking dann, zu kaufen, dann genau, du entblößt dich nicht zuerst und sagst dann. Als Comedy-Autor würdest du dich nicht trauen, das zu verfassen, oder? Ich frage mich auch, ob das so. Ich frage mich auch, ob das so die korrekte Übersetzung mit dem Pferd ist. Vielleicht meint er damit auch sich selbst. Warum sind ja nicht alle krank? In deiner Küche oder? Nee. Ja, da gibt es sehr viel von mittlerweile. Willkommen, ist wirklich so. Willkommen bei der Kostel. Also ich würde mich als Comedy-Autor auch nicht trauen zu schreiben, dass die CDU jetzt der Ampelkoalition vorwirft, dass 12 Euro Mindestlohn nicht genug wären. Boah, Alter, ne, da hab ich Blut gekocht. Ich habe Blut gekocht. Wichse. Ja. Oh. Was ist eigentlich die Siedetemperatur von Blut? Was, wo auch immer ich bin gerade. Also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Was zum... Die CDU von allen Parteien will der SPD erzählen, dass sie nicht genug für die Armen macht. Jetzt, wo die in der Opposition sind.
Das ist wieder so ein fucking, das machen die ja ständig, ne? Das ist halt, sie positionieren sich im Ende halt so de facto weiter links als die SPD, während sie in der Opposition sind, um dann halt PR-wirksam zu sagen, ach guck mal, die sind doch alle genauso schlimm wie wir, ich meine, die sind voll schlimm, um dann halt, wenn sie wieder an der Macht sind, literally nur Korruption zu betreiben. Ja. Das ist konservativen Playbook. Und die FAZ schreibt dann, wie die CDU den Mindestlohn schneller erhöhen will. Nein, die CDU will den Mindestlohn nicht schneller erhöhen. Die CDU will, dass du schreibst, dass die CDU den Mindestlohn erhöhen will, aber es nicht darf, weil die böse, böse SPD die Arbeiter nicht mag. Das ist ja das Geilste. Weil halt in dem Artikel steht, dass die CDU der Mindestlohnkommission... Also, wir haben eine Mindestlohnkommission. Ich habe davon zum ersten Mal gehört, seit es um diesen 12-Euro-Mindestlohn geht. Da war ich 25. Auf jeden Fall geht es darum, dass die deren vorschlagen soll, den Mindestlohn öfter zu erhöhen und anzupassen. Komplett ignorierend, dass man das die letzten 16 Jahre auch hätte tun können. Es ist sehr spannend. Und es funktioniert halt leider auch. Das ist das Interessante daran. So, es ist halt jedes Mal kommen da halt dann siehst du wieder einen Zeitungsartikel, die CDU möchte das machen, die CDU also möchte wieder das traditionelle linke Halbjahr der SPD eigentlich übernehmen. Weißt du? Und kommt dann aber doch wieder zu dem Schluss, dass da wird dann wahrscheinlich nächstes Mal mit 40% der Stimmen gewählt und keine Ahnung, kommt auf die Idee, das Vierte Reich zu eröffnen oder was? Es ist halt, die schaffen den Mindestlohn wieder ab laut oder Google so. Keine ist Ahnung. Die Siedertemperatur ist halt, von Blut 100 Grad. Die Medien insofern, gehen da halt auch mit, ne? Weißt du, wenn die SPD sowas sagt, dann steht die Medien, die SPD tut da wieder so die Ahnung. Ne? Aber wenn die CDU das sagt, dann ist das ja ernst zu nehmen. Es ist ein, weißt du, dieses unkritische Wiederaufgurgeln. Weil die Linke sagt so einen Scheiß auch die ganze Zeit. Und Linke würde sogar versuchen, das zu tun, wenn sie an der Macht wären. Aber da redet auch keine Sau drüber. Der großdeutsche Bildungsauftrag. Was hast du gegoogelt? Ja. Also ich habe hier nur den Sternartikel, der sagt, dass Blut nicht kochen kann, weil das Eiweiß einfach gerinnt und dann hast du so eine Pampe. Haben wir wieder was gelernt. Boah, also, die deutsche Sprache voll Lust doof und so. Ist so. Ja. Nein, das ist richtig zum Kotzen sein. Hast du diese Partei einmal in der Opposition und sie schafft es. Und das ist das Problem. So, sie schafft es tatsächlich, sich dann noch zu profilieren, weil halt die Leute absolut unkritisch sich die Scheiße durchlesen und sagen, ach ja, das wäre ja gut. Und halt unsere Medien ist absolut unkritisch, unkommentiert im schreiben. Gesamten, es macht mich fertig. Global und halt Norden auch, super wichtigerweise, ist nicht schreiben, wenn die SPD das macht. Dass linke Parteien überall beziehungsweise, ja klar, also sie haben darüber geschrieben, dass die SPD das auf 12 Euro erhöhen möchte, aber dann halt eher so Sachen wie, das können wir uns gar nicht leisten. Dann gehen dann alle Firmen ab. Also die ganzen konservativen Regierungen der Welt haben ihre Inkompetenz zu Genüge bewiesen und werden abgewählt, aber eben weil die Erfolge der relativen Linken weltweit nicht daher kommen, dass die geschafft hätten, sich zu verkaufen, sondern dadurch, dass das Vorige einfach untragbar wurde, so sieht man sofort, dass jede Unterstützung für die neuen Regierungsparteien abflaut. Zum Beispiel in den ganzen Länderwahlen in Deutschland, die CDU nach vorne schießt, weil die Leute sich denken, okay, Bundesregierung abgewählt, aber eigentlich finde ich die Linken trotzdem scheiße, weil sich die Linken nie verkauft haben. Sie haben einfach gewartet, bis alles zu scheiße wurde, um die CDU zu wählen.
Ja. Stattdessen hast du Dinge wie die Linke, die halt komplett zerrissen wird wegen Sexismus-Skandalen, Sexual Harassment Allegations. Und die Vorsitzende, in dessen Landesverband das wohl ihr Ex-Freund gemacht haben sollte, will wieder kandidieren als Vorstand für die Linke. Ja, das sind aber, das auch, so halt, das sind aber auch so Sachen, das gibt es in konservativen Lagern zur Genüge, aber das wird einfach nicht gesagt. Da wird nicht darüber geredet, das genau, ist schon so. Aber halt, das sind halt keine 31er in dem Sinne. Also es wäre sinnvoll, darüber zu reden, aber so, das ist halt so das konservative Playbook. So, man ist eine geeinte Masse, redet die ganze Zeit davon, oh, Arbeit muss sich wieder lohnen und fördern und fordern und so eine Scheiße, und dann regelt sich das. Ja, also ich glaube, es mag auch ein bisschen daran liegen, dass halt in linken Parteien tatsächliche Diskussionen stattfinden und in rechten Parteien halt nur so getan wird, als wäre, weißt du, als würde man Dinge behaupten. Und dann die echten Diskussionen geschehen hinter verschlossenen Türen. Boah, ja. da krieg ich schon wieder. Es ist halt richtig zum Kotzen alles. Und das Problem ist halt, dass, wie gesagt, die Leute fallen darauf rein. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, beispielsweise die Sache mit der Chatkontrolle, über die wir letzte Woche schon geredet haben, so, wenn jetzt die CDU irgendwie irgendwo Macht drüber hätte, dann wären wir richtig am Arsch. Ich war noch nie froh, und ich war schon einige Male froh, dass wir momentan keine CDU-Regierung haben. So, aber das ist halt so, das ist so ein richtig gutes Beispiel. Es gab schon so viele Sachen innerhalb des letzten halben Jahres, wo ich mir gedacht habe, oh fuck. Gott sei Dank haben wir momentan eine Regierung, die nicht aus Faschos, Proto-Faschos besteht. Also ich das meine. Ja. Und zum einen wird das den Leuten nicht verkauft. Vernünftig. So, das ist eine Sache, das ist eine Einstellung, die man hat, weil man sich über die Sachen informiert. Das ist keine Einstellung, die man hat, weil es gerade mal im Radio läuft. So. Und auf der anderen Seite ist es halt. Keine Zeit zu, ne? Ja, das sowieso. Und halt auf der anderen Seite ist es halt auch eine Sache, die. Wie sage ich es jetzt am besten? Es ist halt. Das wird den Leuten nicht in die Nähe gebracht. 9/11 was bad. Soll ich das meinen? Die Werte, die halt innerhalb der momentanen Regierung vertreten werden sollen, sind halt einfach nicht, die werden halt nicht propagiert. Und sind halt auch einfach nicht, oder werden halt einfach nicht den Leuten schmackhaft gemacht. So, anstatt, das ist so ein bisschen wie diese, kennt ihr den Family Guy Gag, wo dann Neues da steht und irgendwie, ich glaube, sie möchte Bürgermeisterin oder sowas werden und dann einfach irgendwann nur noch 9/11 sagt und alle klatschen. So. Ja, genau. Und so in etwa ist es halt. So, da kommst du halt, dann hast du halt so einen, der redet halt darüber, oh, wir wollen jetzt die bürgerliche Freiheit wollen wir verteidigen, wir wollen keine Totalüberwachung und wir müssen unbedingt was gegen den Klimawandel machen und wir haben hier diese Lösungsvorschläge und ach so, 12 Euro Mindestlohn, vielleicht auch noch sehr geil. Und dann währenddessen sitzt halt so ein CDU-Politiker auf so zwei Geldkoffern und sagt, Arbeit muss sich wieder lohnen. Und das ist halt so, weil man es nicht kommentiert, weil halt natürlich so eine CDU halt in den Medien sehr viel mehr Platz einnimmt auf der einen Seite und weil das eine halt sehr viel einfacher rüberzubringen ist als das andere, wird es halt immer wieder diese Leute geben, vor allem weil wir halt eine Gesellschaft haben, die, keine Ahnung, in den nächsten paar Jahren die 60 im Durchschnitt überschreiten wird. Das ist halt einfacher zu sagen, jo, es bleibt alles so, wie es ist und dann wähle ich halt wieder diese Scheiße. Das ist, also ich, es ist viel für viele dieser Leute, ist, die sind aufgewachsen in einer Zeit von unglaublich krassem wirtschaftlichen Wachstum, wo du halt mal eben, weißt du, da, du konntest ja halt irgendwie als, was weiß ich, Müllmann, konntest du eine fünfköpfige Familie besorgen, wo die Frau nicht arbeiten musste und ihr konntet irgendwie einmal im Jahr aus dem Neckermann-Katalog in Urlaub fliegen. Ja, Autohaus, alles kein Problem. Und das ist halt, deren Idee ist halt, ja, also wir wollen ja, dass die Welt so bleibt, deswegen wählen wir jetzt weiterhin die CDU. Ja. Obwohl das halt eine Welt ist, die schon seit den 90ern nicht mehr existiert. Das sowieso, ja. Und dann ist halt auch noch vieles davon, oder ein großer Teil davon ist halt auch einfach Pech.
Die Aber halt jetzt, ne? Oh, wir haben. Es ist auf einmal wieder Krieg. Wir haben fucking 5 Pandemien auf einmal. Wir haben eine riesige Wirtschaftskrise und die Preise erhöhen sich so. Wem wird das in die Schuhe geschoben? Der Regierung, die jetzt gerade mal dran ist. Tja. Das denke ich mir halt auch immer, ne? Was das für ein unglaublich abgefucktes Pech ist, dass plötzlich jetzt der Punkt ist, wo das passiert. Ja. Also das ist ja der Schizo in mir, denkt da, oh, das sind bestimmt die fucking Lizard People. Ey. Die Illuminaten. Boah. Das ist genauso wie die fucking, das wird halt noch kommen. Das ist ein Take, den habe ich bisher noch nicht von irgendeinem CDUler gesehen. Aber da sehe ich halt ständig von Leuten online, die halt darüber reden. Ja, die deutsche Regierung jetzt plötzlich, ne, siehst du mal, wie scheiße die Sozialdemokraten sind. Ihr seid ja komplett von russischem Öl und Gas abhängig. Sehr, die sind nicht mehr, seit nicht mal einem ganzen Jahr überhaupt an der Macht. Vorher war 16 Jahre CDU. Die CDU ist das schuld. Die CDU sind diejenigen, die nicht dafür gesorgt haben, dass wir von russischem Gas loskommen. Absolut. Also. Ich glaube nicht, dass das so elaboriert ist. Und dafür sind die nicht klug genug. Aber es fühlt sich halt manchmal so an. Auf der anderen Seite muss man auch immer sagen, dass das Krisen halt eigentlich immer die momentane Regierung halt unterstützen aus irgendeinem Grund. Aber ich weiß nicht, irgendwann wird wahrscheinlich ein diminishing return erreicht sein. Ja, es ist vor allen Dingen ist ja auch momentan sehr viel alles immer nur Kritik am Bundeskanzler, Kritik an der Führung. Oh, die sind voll die Pussys, die wollen der Ukraine keine Atombomben schicken. Der ehemalige Mitarbeiter der Rüstungsindustrie. Das Problem ist halt auch, dass die Krise jetzt um einiges weniger abstrakt ist, als das, was halt vorher immer so passiert ist. Also, weil jetzt gehen halt einfach buchstäblich die Preise hoch. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Herbert 58, keine Ahnung, Maurer in Rente, sich denkt, oh, der Sprit wird jetzt so teuer, weil die Grünen sind an der Macht. Das ist wie, weißt du, diese fucking, dieser Reddit-Rant, den ich irgendwann mal auf dem deutschen Sub Reddit gelesen hatte, wo Leute sich darüber aufgeregt haben, dass beim Dönermann jetzt die Preise teurer geworden sind. Als wäre das irgendwas, wo die sich dazu entschieden haben, das zu tun. Ja. Wo die dann da einfach in den Dönerladen reingehen und so, ja, aber ich dachte, euch kann man wenigstens noch vertrauen. Aber jetzt hebt ihr auch die Preise an, als wäre das irgendwie Profitmacherei. So verstehst du nicht die Basics von Inflation, Junge? Der Dönermann ist der Letzte, der irgendwelche Kontrolle drüber hat. Dieselgenerator daneben. Verstehst du nicht, dass der Dönermann auch tanken muss und Sachen Lebensmittel kaufen muss? Ich war heute einkaufen für die quasi Abfahrt zu dieser E-Tankstelle. Stell dir vor, du hast einfach so eine Rotisserie, aber mit einem Solarpanel dran. Auf dem Weg. Das geht dann auch raus. Oh, fuck. Das habe ich an der Uni auch gesehen, das fand ich so lustig. Unglaublich, nice. Alter. Das habe ich an meiner Uni auch mal gesehen, aber es ist weniger lustig, also weniger ironisch. Also das Ding ist halt, die haben halt Elektroautos da und fahren halt mit Elektroautos über den Campus, wenn die halt irgendwie Maintenance und sowas, Maintenance Workers machen das da. Und da steht dann halt drauf, so auf Englisch halt, aber ich fahre elektrisch und so. Und dann stand da aber auch halt auf der Ladefläche dieses kleinen Autos halt auch ein Dieselgenerator und hat halt Werkzeuge angebaut. Aber das ergibt natürlich dann irgendwie Sinn, weil das ja nicht den Wagen powert, sondern halt einfach nur das Werkzeug. Was ich allerdings lustiger fand, war. Dichte. Okay. Okay. Ich hatte damals ja in Göttingen gewohnt, damals, vor ein paar Jahren. Und da stand ein Van.
bei mir in der Nacht auf der, auf der Straße, auf der ich lebte, denn stand da stand so Freiheits Kombi, Freiheitsvan, Freiheitswagen, was weiß ich drauf. Der drauf hat und stehen hatte, der geht jedes Mal. Ja, das war so ein alter VW-Van, glaube ich. Das Freiheitsvan stand. Sagen wir Freiheitsvan stand drauf. Ein Meme-Fundament des deutschen. Und jedes Mal, als ich daran vorbeiging, hatte der in beiden vorderen Reifen eine Parkpralle. Das fand ich sehr spannend. Die haben das Teil ja, weil der Clip viral ging, haben sie diesen automatischen Döner-Cutter tatsächlich der Gerät genannt. Nice. Ah, das war noch ein gutes Maymay. Gute alte Zeit von der Gerät, ja. Seitdem geht die Welt bergab. Kulturgut, Alter. Wir brauchen der Gerät zurück. Ist so. Ich meine, es ergibt auch Sinn, das ist gutes Marketing. Ja. Speaking of diese, ich bin froh, dass wir nicht unter einem faschistischen, protofaschistischen Regime, aka die CDU, leben. ja, also die gute Nancy Faeser hat wohl eine 180-Grad-Wende hingelegt, ne? Also ich bin gespannt, was der Grund dafür ist. Ich denke, es wird einfach Druck von außen gewesen sein. Insbesondere von der FDP, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, sie hat auf jeden Fall sich dann doch gegen die Chat-Kontrolle ausgesprochen. Vermutlich, weil FDP und Grüne ihr gesagt haben, Alter, geht's noch? Kannst du die Scheiße bitte wieder machen, wenn ihr wieder in der nächsten GroKo seid, irgendwie nächste Legislaturperiode? Eben, das ist shit, da fährt die CDU mit. Ja, genau, das können wir hier nicht machen. Deswegen bin ich auch, also nichtsdestotrotz, ich bin kein großer Fan der FDP, aber ich bin froh, dass die dann trotzdem dabei sind. Ja, also es ist halt scheiße, dass die einzigen sind, die dann halt im Endeffekt so einen Scheiß anmelden. Weißt du, sie sind nicht die einzigen. Der Nancy jetzt. Die Linke würde das auch nicht machen. In ihre Betragungsnote. Aber die wählt man ja nicht. Ja, aber halt so, ich meine, der Regierungskoalition. Naja. Wobei die Grünen, glaube ich, auch dagegen waren. Aber die haben halt einfach nicht so viel zu melden, weil die halt kein Ministerium da haben, was das betrifft. Jede private Nachricht anlasslos zu kontrollieren, halte ich nicht für vereinbar mit unseren Freiheitsrechten. Ja, schön, dass du dich da auch nochmal umentschieden hast. Ja. Für den Benehmen, sagen wir es, wie es ist. Ja. Mündliche Mitarbeit. Ich war ein bisschen der Klassenclown. Nicht im Sinne von, ich habe Leute zum Lachen gebracht, aber ich war ein Jahr lang zu Lehrern. Das war auch so eine Schnapsidee von der CDU. Und hab trotzdem immer was ist eine Betragungsnote? Eine einzelne Betragungsnote bekommen. Dafür benotet wirst, wie du dich so im Unterricht verhältst. Also die Betragungsnote ist nicht sehr gut, befriedigend. Boah, da wäre ich richtig abgeschissen, Alter. Und ich habe diese Note wie alles andere wirklich ein Jahr lang durchbekommen. Sehr zufriedenstellend und den Rest weiß ich gar nicht mehr. Und ich habe immer sehr zufriedenstellend bekommen, außer ein Jahr. Ja, war ich auch. Unentschuldigten Abwesenheit. Und zwar in der letzten Schulwoche, wo wir nur noch Ausflüge gemacht haben. Da habe ich vergessen, meine Mutter zu bitten, im Mitteilungsheft zu unterschreiben, dass ich weiß gar nicht mehr, warum ich nicht da war. Aber deswegen hat der Administrator mein bereits gedrucktes Zeugnis zurückgenommen, um die Betragungsnote auszubessern. Ja. Yeah. Damn. Ja. Kopfball! Boah.
damals. Der muss aber wirklich einen richtigen Power. Mir wurde Trip immer in der Schule haben. Gesagt, die nannten sich, oder die nennen sich Fragezeichen, egal, die nach Bundesland auf die Betragungsnote schauen. Ach, die fucking Kopfnoten. Ja, genau. Ja, die hatte ich irgendwie drei, aber, vier Jahre in der Hauptschule. Ja, das ist, also die hatten wir wirklich nicht lang. Und halt irgendwann, das war der Anfang. Ich weiß, dass die irgendwann mal in NRW wieder eingeführt wurden. Ich weiß es nicht genau. Und dann wurde, also die wurden halt erklärt und das ist voll wichtig und so. Und dann irgendwie ein Jahr lang habe ich darauf geachtet. Danach war es relativ egal. Ja, in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen wurden sie. Genau, geil. Das wurde uns im ersten Jahr gesagt. Und dann halt in Nordrhein-Westfalen wurden sie 2010 nach der Einführung im Jahr 2007 jedoch bereits wieder abgeschafft. Also wir hatten sie 3 Jahre lang. Ich kann mich nur an ein Jahr erinnern. Überlegen wir mal für einen Moment, was das bedeutet. Also was die Message, die man im Endeffekt den Kindern gibt. So, es ist egal, wie gut ihr seid. Das, was eigentlich zählt, ist, dass ihr spurt als gute Zahnräder im Kapitalismus. Stand auch immer ganz am Anfang vom Zeugnis. Ihr müsst autoritätshörig sein. Ja, die Kopfnoten unterteilten sich in Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Konfliktverhalten und Kooperationsfähigkeit. Also ich weiß ganz ehrlich gesagt gar nicht, ob wir das immer noch haben. Und dann haben. Irgendwie 2008 haben die schon angefangen, 3 davon wegzunehmen. Aber wir hatten es meine ganze 2010 haben sie es komplett gelassen. Laufbahn lang. Tja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Möchte ich sagen. Ja, die standen bei uns ganz unten. Ja. Ich war im Bundesgymnasium. Das war auf jeden Fall komplett sinnlos. Realgymnasium. Ich finde es spannend, dass Österreich das immer noch hat. Wart ihr nicht auch im Gymnasium? Nice. Noch im Gymnasium, Alter. Ja. Im Gymnasium. Gymnasium. Im Gymnasium drin, Brüder. Der wird jetzt du wirst jetzt hier im Podcast verprügelt. Ihr wart nicht im Gymnasium? Wir haben tatsächlich ich weiß nicht, ob du das, Philipp, ob du die Lage von der Hauptschule in Dorwagen noch kennst. Wir haben uns halt einen Fußballplatz geteilt mit dem Gymnasium. Das war also direkt nebeneinander. Da gab es die ein oder andere Auseinandersetzung. Ja, das war bei uns auf in der Realschule auch. Also ich habe ja in der ersten Realschule dann am Schluss. Ja, stimmt, du warst ja Hackes Ghetto. Hackes Massaker, Junge. Ja, Hackes Massaker. Hackes Massaker. Nein. Also meine Deutschlehrerin, mir kam gerade der Gedanke, ich hätte als Beispiel das war eine bitte Person, die hat wieder gehasst außer mir, weil die sich tatsächlich bemüht hat. Die hätte das mir einfach geglaubt. Das kann man ja, das wie war das in South Park? So solche Leute können wir hier nicht besonders leiden. die hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben und war halt auch, keine Ahnung, also wenn man nicht nett zu ihr war, war sie auch nicht nett zu dir. Ist halt, ja, wenn du an der Realschule in fucking Hackenbruch bist, musst du auch so sein. Wie dem auch sei, sie hatte sich dann tatsächlich in der fünften und. Boah, nee. Ja, dieses. Definitiv. Ja. Auf jeden Fall hatte sich sie sich dann in der fünften und sechsten Klasse dafür, also wir vorgeschlagen, hier geh doch bitte nebenan ans Gymnasium, das ist. Du musst hier nicht sein. Aber ich hatte zu viele Freunde in der Realschule und dann habe ich das Gefühl kenne ich. Also es hieß auch irgendwie zu mir irgendwann, geh doch irgendwie an die Gesamtschule in Nebenheim, wo ich ja im Endeffekt dann auch mein Abi gemacht habe. Aber ich hatte halt meine Goons, meine Goombas, meine Boys an der Hauptschule. Genau. Und das ist halt dann wichtiger, ne? So ist das, also zumindest für Kinder in dem Alter, ja. Ja. Auch irgendwie so ein bisschen im Leben, weißt du? Also, ja. Ich kann das schon nachvollziehen, dass du da dein so stabiles soziales Netzwerk haben willst. Es ist jetzt nicht so, dass das meinem Werdegang einen Abbruch getan hat, dass ich nicht aufs Gymnasium gegangen bin. Ich denke mir vielleicht schon bei mir, aber ich bin dadurch der Mensch geworden, der ich bin, I guess. Genau.
Wo wir gerade eben bei Wahlen und ich, das ist ganz schnell vorbei, bei Wahlen und CDU-Wählen sind. NRW hat das getan und wurde sofort von Gott dafür bestraft. Es gab diverse Tornados und Unwetter. Ich finde das eigentlich spannend, dass das von den Leuten, die hier christlich wählen, nicht als Zeichen gesehen wird. Ja, so christlich sind sie dann auch nicht. Ne? Ja. Aber tatsächlich, wo wir von Wählen reden, in guten Nachrichten, in Australien hat Labour gewonnen. Nachdem die Liberals, also die Liberals Nationals Coalition, so unglaublich scheiße war in jedweder Hinsicht und die Medien denen dennoch die ganze Zeit fucking Blowjob um Blowjob gegeben haben. Mhm. Wo die, was war das, in derselben Legislaturperiode in New South Wales zweimal die Regierungsdoppelspitze zurückgetreten ist. Wegen Korruptionsskandalen. Der Premierminister, der in mehreren landesweiten Katastrophen dann lässt sich Australia und Austria nicht mehr wirklich unterscheiden. Ja. Der hat jetzt tatsächlich endlich mal Labour gewonnen, nachdem, und das ist anscheinend, der Kandidat von denen, Anthony Albanese, hat wohl irgendwie 4 Jahre lang im Endeffekt nichts gemacht, damit es nichts geben könnte, was die Medien irgendwie ihm antreiben können. Der hat stattdessen ja, Olaf Scholz. Ja, also das ist Labour hat sich halt auch nicht durch wobei das halt in Australien nochmal deutlich mehr damit zusammenhängt, dass die Medienlandschaft halt wirklich komplett in der Hand von irgendwelchen Ultramilliardären ist. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Sie werden wahrscheinlich eine Das ist ja in Deutschland nicht mal so schlimm, wie das da ist. Nee, in Deutschland ist das tatsächlich noch. Aber der Premier ist schon besser sein, da haben sich die Liberalen halt so komplett rausgefailt. Gipfeltreffen oder so gewesen. Und da sieht es jetzt tatsächlich so aus, als könnte Labour eine Minderheitenregierung bilden. Was halt ungünstig ist, aber. Ja, also das ist tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke. Ja. Naja, Labour. Labour und nicht Bill Clinton Labour. Ja, gutes. Ja, also das ist dann eine Labour-grüne Koalition, hoffentlich eine gute Geschichte in Australien, für Australien. Wie lange ist es her, dass es das letzte Mal der Labour gab? Tatsächlich gar nicht mal so lange. Prime Ministers. Das ist ja gerade die Sache. Labour halt echt auch während der Finanzkrise zum Beispiel, weil Labour an der Macht. Australien hat praktisch keine der Konsequenzen der Finanzkrise mitbekommen. Also das war, es war tatsächlich damals halt, während der Finanzkrise waren sie das letzte Mal an der Macht, bis halt 2013. Und es ging alles super, weil die das halt so gut gemanagt haben. Und die Medien haben halt irgendwann so viel Scheiße gelabert, dass Kevin Rudd zurücktreten musste und dann irgendwann wiedergewählt wurde. Es ist halt wirklich, Der einem Kohlebaron. Nee, die waren von 2007 bis 2013, waren Labour an der Macht. Vorher so waren seit 1996 tatsächlich Liberals. Dude. Also es gab einige Labour-Leute, also Australien hatte schon einiges an Labour, aber halt in den letzten Jahren sind die in jedweder Statistik mega abgerutscht, seit 2013 halt. Und die haben auch letztes Mal nur verloren wegen halt gigantischen Schmierkampagnen von den Medien. Mhm. Naja, das ist ja... Das amerikanische Supreme Court? Ja, die wollen ihre
gefangenen Sklaven. Ja, und dann noch einem Dude, der Geld mit etwas macht, was progressivere Parteien beenden wollen. Ah, okay, cool. Spannend auf jeden Fall. Ich lese gerade einen Artikel. The Supreme Court just said that evidence of innocence is not enough. Ja. Warte, wo, was, wie, wer? Das ist amerikanische Supreme Court. Natürlich das amerikanische Supreme Court. Schuldig bist du. Schuldig gesprochen bist. Ja, das ist nicht meine Arbeit, der Typ ist in Death Row. Evidence of innocence is not enough. Mhm. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Das ist so als Aussage. Das ist wirklich so eine richtig außerirdische. Weißt du, wenn du halt einem Amerikaner erzählst, ja, aber zum Glück gibt's ja die Gerichte, die ganzen fucking super konservativen Gesetze, super Überwachung statt Gesetze aushebeln. Ja. In short, ja. A convicted defendant like Jones can be held responsible and kept in prison if a state-appointed lawyer provided ineffective counsel for his appeal. How can a defendant argue ineffective counsel if they can't point to specific examples of that ineffective counsel? Thomas is saying in effect that a petitioner has to rely on a record of a trial in which they were ineffectively defended and their actual innocence is of secondary importance. Zumindest sind wir nicht Amerika, Leute. Es gibt immer noch ein beschisseneres Land. das ist sehr spannend. Yep. Thomas justifies the court's decision by arguing that a federal review imposes significant costs on a state criminal justice systems that includes potentially overriding the state's sovereign power to enforce societal norms through criminal law. Alter. Habt ihr gesehen, dass scheinbar in irgendeinem Bundesstaat versucht wurde zu etablieren, dass du keine Kondome kaufen kannst. Also das Lustige ist halt bei dem Tempo, wie Amerika momentan, also es war schon immer eine Shithole, aber also beziehungsweise cool, schon immer, zumindest während ich lebte, aber mit dem Tempo, wie es halt mittlerweile buchstäblich Afghanistan wird, ist es halt wirklich schwer, noch großartig dazu argumentieren. Ja. Das sind die Vereinigten Staaten. Ja. Es ist zum Kotzen. Ja, auf jeden Fall, wo wir gerade eben dabei waren, Nancy Faeser hatte ihre Meinung geändert und in other news, sie will auch nicht zurücktreten. Ich weiß nicht genau, warum das ist, aber ich lese die ganze Zeit Artikel so von wegen, es gibt wohl Probleme mit ihr. Aber wie dem auch sei, dadurch ist es wohl so, dass Deutschland als eins der wenigen Länder in der EU diesem Gesetz wohl nicht zustimmen wird, hoffentlich. Sagen wir, weil es ist ja schon oft passiert, dass Leute sagen, wir machen das nicht und dann machen wir es doch. Ja, gerade was EU-Politik angeht, ist es ja immer sehr convenient. Ja, aber das wäre schon spannend, wenn halt wie in diesem Artikel steht vom Spiegel, dass diese Chat-Kontrolle halt an Deutschland ausgerechnet scheitert. Was muss passieren, dass fucking Fascho-Scheiße von der EU ausgerechnet an Deutschland scheitert? Yep. Das ist halt hart lächerlich. Und dann guckst du halt auf diesen Planeten, so du siehst zu, wie die USA wirklich halt, keine Ahnung, Scharia-Law einführt. Nur halt aus christlicher Perspektive, aber wir können das genauso nennen, was im Prinzip genau die gleiche Sache ist. Ja. Und schauen nach Europa, welches gerade irgendwie China kopiert. Und ich denke mir so, was, wozu, wohin? Was soll ich machen? Warum kann ich mich nicht einfach direkt aufhängen? Mhm. Es ist sehr schade.
Ich würde dir sagen, ich will auf den Mars. Wir fahren auf den Mars. Ja, da kommst du aber nur. Weißt du, ich meine. Halt nicht mal den Ausweg hat man noch. Das Geile daran ist, ich denke mir so die ganze Zeit darüber nach, dass das Elon Musk halt extreme Parallelen zu irgendwelchen Kultfiguren von Heaven's Gate. Ach, wie heißen Kultlieder, die? Diese Sekten haben. Würde auch so sein, wie Heaven's Gate. Raumschiff so fallisch designen, und, wie SpaceX ist. Das ist halt auch dieses, wir fahren oder wir fliegen jetzt zum Mars, ist halt eine echte Parallele dazu. Ja, also der Unterschied zwischen denen und ihm ist halt, dass er tatsächlich ein Raumschiff hat. Also. Ja, mal gucken. Vielleicht ist das auch aus Holz. Jesus Christus, ey. Danke fürs Zuhören. Elon Musk, ich wünsche dir buchstäblich den Tod, das ist kein Witz. Finde ich auch respektabel, würde ich auch machen.